Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lars, ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aus einem Schatz bekommen und zwar bin ich jetzt einmal hier in der im zweiten Gebiet, Ebene von Onara und dort sind wir einmal auf den Koordinaten 51, 58 und hier, ja, ist das eigentlich so ein kleiner Wasserfall, den ihr hinter mir seht, also da unten geht der Fluss weiter und in der mittleren Ebene, wie ihr seht, haben wir hier unten ein kleines Teil, was wir anklicken können und das schimpft sich einmal Spielzeugboot der Tuska. Das können wir einmal aufmachen und dann gibt es eine kleine Quest und für das Abgeben der Quest gibt es dann einmal ein Spielzeug und da müssen wir jetzt dann hier einen Ticken weiter nach oben zu dem kleinen Tuska fliegen und dann geben wir das ab. Haben wir auch noch eine Dialogoption? Ne, okay, der hat nichts Tolles für uns und dann kriegen wir auch tatsächlich ein Spielzeug. Steuerung für bereiftes Schwebeschiff. Okay, ja gut. Egal, lernen wir einfach. Schwebeschiffchen. Interessant. Mal gucken. Hat das wirklich Reifen? Was macht das? Beschwört Schwebeschiffchen und steuert es. Ach, das kann ich wirklich selber steuern. Oh, jetzt hat es aufgehört. Okay, anscheinend darf man nicht zu weit weg. Hat 30 Sekunden Abklingzeit. Schauen wir mal, ob das auch über Wasser fliegt oder schwebt oder keine Ahnung, was das da macht. Auf jeden Fall kann man es auf Land auch einsetzen. Und es ist eigentlich ein ganz nettes Ding. Ich dachte, man kann das einfach nur hier ins Wasser setzen und dann fährt das hier den Fluss wieder runter. Ah ne, jetzt habe ich mich bewegt, jetzt ist Feierabend. Oder es ging im Wasser nicht, I don't know. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus und ja, ist wieder ein Toy mehr für unsere Sammlung. Das ist ja quasi das Wichtigste. Und ja, dann sind wir damit eigentlich durch. Also ich zeige es nochmal hier auf der Map. Hier unten war der Wasserfall und einfach hier oben dann die Quest abgeben und es gibt dann ein schickes kleines Toy. Damit sind wir dann auch schon wieder durch mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.